Servus zusammen, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video und zwar mit Marcel hinter der Kamera. Es wird so ein bisschen dynamisch. Ihr seht schon, zwei Loyal Dosen sind vor mir. Einmal hier 20 Gramm, wie es in 2023 leider überall verfügbar sein wird. Und noch die alten Dosen hier in 200 Gramm abgefüllt und für 17,90. Das Loyal auf jeden Fall gerade eher an der Preisuntergrenze. Ob es trotz günstigen Preis gut schmeckt, das klären wir heute. Wir machen uns hier erstmal die Dose auf und schauen mal rein. Wir haben hier die Sorte Anma Ananas Mango vorbereitet oder hier für euch am Start. Und so sieht es erstmal aus. Ihr wisst Bescheid, es muss, sobald die Dose geöffnet wird, erstmal umgerührt werden, damit sich alles schön verteilt, die Molasse, die sich unten abgesetzt hat. Ich nehme gleich mal so eine schöne Gabel raus und zeige euch den Schnitt. Hier im ersten Eindruck schon mal recht gut. Hier können wir das nochmal genauer sehen. Ich würde schon fast sagen, mittel bis fein eignet sich auf jeden Fall sehr gut, um das jetzt im KS Player zu bauen. Könnt ihr ganz einfach abstreichen und verteilen. Farblich sieht das wirklich auch sehr ansprechend aus. Mir kommt jetzt so, wenn ich gerade man riecht's schon, den ne? Bau, ja, also so die Ananas kommt auf jeden Fall durch, die Mango noch nicht so ganz. Übrigens ein bisschen paradox, dass wir hier Ananas-Mango testen. Von Weiben bin ich nicht so ein übelster Fan, aber ich will heute mir mal das nochmal in Gedanken rufen, weil es schon echt sehr lang her ist, dass ich mal einen Ananas probiert habe. Manchmal ist es ja auch so, dass man im Laufe der Zeit ein bisschen seine Meinung ändert zu was. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich verteile das hier so ein bisschen locker fluffig rein. Nehme vielleicht nochmal so ein kleines Gäbelchen. Ihr wisst, die Preise steigen, da muss man auch natürlich ein bisschen sparsamer bauen. Und setzt dann gleich hier noch den Magma HMD drauf. Verteilt es jetzt. Und übrigens, den Magma HMD gibt es jetzt auch bei Aladdin im Shop. Wenn ihr wüsstet, wir nehmen das hier genau um 9 Uhr. Um 9.47 Uhr. Ja, und um 15 Uhr den Termin mit Paddy, das ist natürlich auch wichtig. Deswegen verzeiht mir, wenn ich gerade noch ein bisschen im Aufwachmodus bin. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn die Kohlen drauf liegen. Mit diesem Ring starten wir in das Review rein. Beim Bauen ist uns sehr stark aufgefallen, dass die Ananas im Vordergrund steht. Der Kopf läuft jetzt schon circa, sage ich mal, 10 Minuten, weil man immer natürlich auch den Lauf des Geschmacks euch erzählen möchte. Oder den Verlauf vielmehr. Und muss schon sagen, am Anfang war vor allem die Mango im Vordergrund. Jetzt mittlerweile kommt auch die Ananas durch. Und ich denke, wenn man jetzt noch 20, 30 Minuten hier länger sitzt, dann wird die Ananas noch mehr durchkommen. Also ich habe das Gefühl, das eine pendelt sich hoch und das andere wird dann eher mehr. Aktuell 10 Minuten vergangen. Wir haben so noch eine leichte Mango-Dominanz mit etwas Ananas im Hintergrund. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein Modell ist, wir haben hier die Aladdin Epox 425 mit Frozen Bowl. Sieht man hier schön an der Bowl-Variante. Auch wunderschönes Gerät, gibt es auch bei Aladdin. Wie auch den Loyal, das war gerade echt relativ knapp, muss ich sagen, Anma. Da gibt es jetzt noch 200 Gramm Dosen, aber in Zukunft leider nur noch 25 Gramm Dosen. Da liegt aktuell der Preis bei 20 Gramm Dosen, da liegt aktuell der Preis bei 2,90. Das heißt, es wird auf jeden Fall leider teurer. Im nächsten Jahr wird es auch leider teurer. Aber was kann ich jetzt sagen zu diesem tropischen Mix? Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich beide Flavor an sich jetzt nicht so übelst krass bevorzuge. Ich würde aber sagen, mich hat der positiv überrascht. Ich werde mir auf jeden Fall das ein oder andere Mal in die Mischung reinbauen, weil der so einen vollmundigen Ton hat und jetzt, wenn ich spreche, habe ich auch immer noch dieses Mango-Ananas, den Mango-Ananas-Flavor in meinem Mund, was ich sehr angenehm finde. Und wenn ich jetzt gerade ziehe und dann am Anfang so auf meiner Lunge quasi, auf meiner Zunge entlang läuft, dann hat man auch dieses Süße, was ja auch beide Flavors, sowohl eine Mango als auch eine Ananas verbindet. Und im Nachton hat man dann so eine leichte Vollmundigkeit, Herbe, was ja auch zu beiden Flavors wieder passt.
Bei Ananas ist es ja persönlich so, wenn du zu viel Ananas isst, dann kriegst du ja meistens so einen belzigen Mund oder so in die Richtung geht. Das kennst du das auch? Ja, ja. Ja, und das hat man hier auf keinen Fall. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man so diesen ersten Biss von beispielsweise einer Ananas oder einer Mango genommen hat. Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Möchtest du auch noch probieren? Ja, gern. Ich bin ja auch nicht so der Mango-Ananas-Fan. Also am Anfang, finde ich, schmeckst du vor allem so diese Süße. Und danach? Ich glaube, ich weiß ganz gut, wie man das beschreiben kann. So, als würdest du die Mango essen und im Nachgang Ananassaft trinken. So, das beschreibt es eigentlich ganz gut so. Ja, das kann sein. Ich habe noch nie Ananassaft getrunken, deswegen weiß ich nicht. Aber wir verlassen uns mal auf Marcel seine Meinung. Ja. Ja, nee, ist doch cool. Jetzt haben wir zwei Meinungen dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ihr könnt gerne entscheiden, welche Sorte von Neul wir als nächstes reviewen sollen. Einfach rein in die Kommentare und dann schauen wir uns das an und richten uns danach. Also bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.